Ja, und heute kann man zum Beispiel auch sagen, so wie es der Bundespräsident auch heute getan hat, dass die Mauer dann letztlich kürzer gestanden hat als die Zeit, seitdem die Mauer fiel. Also das ist der Erfolg der Geschichte und der friedlichen Revolution, an die der Bundespräsident heute auch erinnert hat. In einer Gesprächsrunde mit dem Thema, mit dem Titel Geteilte Geschichten, hat er eben auch an den Mauerbau erinnert. Der 13. August ist der Tag, an dem vor 58 Jahren das SED-Regime die Teilung Deutschlands mit dem Bau der Mauer brutal vollzogen und im wahrsten Sinne des Wortes zementiert hat. Die Mauer, dieses Schandmal aus Beton und Stacheldraht, das so viel Leid und Unglück über so viele Menschen gebracht hat. Wir gedenken heute der Opfer, die bei der Flucht aus der DDR, bei dem Versuch, dieses unmenschliche Bauwerk zu überwinden, erschossen wurden oder auf furchtbare Weise ums Leben gekommen sind. In diese Trauer mischt sich aber auch Dankbarkeit. Denn wir leben mittlerweile länger ohne Mauer, als sie jemals gestanden hat. Stacheldraht und Schießbefehl konnten die Fluchtbewegung aus der Diktatur und vor allem den Freiheitswillen niemals ersticken. Im Sommer vor 30 Jahren waren es tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger, die auf dem Weg in die Freiheit waren, ihn suchten und fanden. Auch sie waren Teil dieses großen Umbruchs, über den wir sprechen. Ja, dem Revolutionsherbst ging ein Fluchtsommer voraus. Aber ganz besonders denke ich heute an diejenigen, die vor 30 Jahren den Mut hatten, in der DDR auf die Straße zu gehen, die für Demokratie und eine andere Zukunft stritten als die, die von der Partei für sie vorgesehen war. Ohne sie, ohne die Menschen, die in Plauen, Leipzig, Jena, Potsdam, Halle, Berlin und vielen anderen Städten mutig vorangegangen sind, für Freiheit und Demokratie gekämpft haben, ohne sie wäre dieser 9. November nicht möglich gewesen. Ohne sie wäre die Geschichte anders verlaufen, und zwar für alle Deutschen. Wir erzählen heute Geschichten, aber natürlich sprechen wir dabei nicht nur über Geschichte. Wir sprechen über unsere Gegenwart. Gewaltherrschaft ist nicht verschwunden. Mauern, Zäune, Stacheldraht sind noch immer Teil unserer Welt. Autoritäre Systeme erheben ihr Haupt mit neuer Selbstgewissheit. Und auch das, eine neue Faszination des Autoritären, die ist auch in westliche Gesellschaften eingedrungen. Das Versprechen von Freiheit und Demokratie, die ungeheure Kraft, die sich mit dem Fall der Mauer entfaltete, wird heute längst nicht mehr von jedem so empfunden. Neue Mauern haben sich in unserer Gesellschaft aufgetan, Mauern, die sich auch in Wahlergebnissen widerspiegeln. Meine Damen und Herren, das alles bedeutet nicht, dass der historische Aufbruch von 1989 an sein Ende gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass der Kampf für Freiheit und Demokratie ganz offensichtlich nicht erledigt ist. Das war vielleicht sogar einer der Denkfehler, zu dem uns das Glück jener Jahre 1989 folgende verleitet hat. Nein, wir heute müssen an den Freiheitskampf von 1989 nicht nur erinnern, sondern wir müssen ihn in unserer Zeit aufs Neue führen. Schauen wir auf Demokratiebewegungen und Proteste rund um die Welt, ob in Moskau, Istanbul oder Hongkong. Die Flamme jedenfalls leidenschaftlicher Auflehnung gegen Unrecht und Unfreiheit ist keineswegs erloschen. Aber schauen wir auch dorthin, wo in nächster Nähe Freiheit und Menschenrechte angefochten werden, wo Menschen sich abwenden von der Demokratie. Erinnern wir uns selbst und andere immer wieder daran, wer die Menschenwürde mit Füßen trat, der stand 1989 auf der falschen Seite der Geschichte. Und mit derselben Gewissheit sollten wir sagen, wer Mitmenschen verunglimpft und bedroht, wer das Gift des Hasses in die Sprache und in die Gesellschaft trägt, der steht auch heute auf der falschen Seite.